Silvesterklausen, wie man im Appenzell den Jahreswechsel zauberhaft feiert. Ja, wenn ein Film schön heimelig ist, also wenn er nach Schweizer Grund und Boden schmeckt, dann kommt er meistens auch beim Publikum gut an. Vor allem Dokumentarfilme über Urschweizer Mythen. Hey, ja, so schöne Landschaften will man immer wieder sehen. Und hier im Appenzeller Hinterland passiert am 31. Dezember und am 13. Januar ganz etwas Spezielles. Es gibt die Schönen und es gibt die Wüsten. Und zusammen stapfen sie durch die Nacht von Haus zu Haus. Der Toggenburger Regisseur Thomas Rickenmann zeigt uns einen alten Silvesterbrauch, einen, der mehr ist als so eine abgedroschene Touristenattraktion. Ja, für die Männer hinter der Maske ist es sogar so etwas wie eine Geliebte. Wenn ich weiss, ich wäre am 13. Januar in der Karibik, ich würde durchdrehen, wenn es am schönsten Sandstrand wäre unter den schönsten Palmen. Aber ich glaube, ich würde es hören, alle und schellen. Doch bis es rollt und schellt, heisst es erstmal hart arbeiten. Der Film verfolgt minutiös jeden Schritt im urchigen Trachtenhandwerk. Das ganze Jahr über näht und sticht jede Klaus-Gruppe mit hunderttausenden Perlen ihre eigene Tracht für das Neujahr. Unter größter Geheimhaltung, versteht sich. Der Wettbewerb unter den Gruppen sorgt für immer ausgefeiltere Kopfbedeckungen. Höchstleistungen beim Hutmachen. Was treibt dich auch? Das Resultat, das du nachher gesehen hast. Und nachher wahrscheinlich auch die Reaktionen von anderen Klaus, von anderen Klaus-Kollegen. Wenn du die Huben anschaust, eine dänische Feinheit, oder? Ja, ja. Jeder Hut ein Kunstwerk. Solch Perfektion und Schönheit treibt selbst dem bodenständigsten Kerl die Tränen in die Augen. Die Geburt von unseren Gofen, das war für mich auch das Grösste. Aber ich hatte nie die Gefühle. Ich hatte auch eine riesige Freude. Das ist für mich auch. Aber die Gefühle, einfach so das Mitleben. Und irgendwie spürst du tief in dir rein. Da kannst du nichts dafür machen. Das Klausen. It's a man's world. Für die Frauenwelt bleibt da wenig Zeit übrig. Freundin in dem Sinne war nicht die wichtigste oder die zählte Stand, die du gesehen. Und da ist sicher, ja, da muss eine Frau dann mit dem leben und mit dem umgehen. Die Dokumentation zeigt mehr als trockenen Geschichtsunterricht. Ein Blick gleichermaßen in die Vergangenheit wie auch in die Gegenwart. In den 50er Jahren wäre das Klausen fast ausgestorben. Heutzutage, dank neu erwachtem Traditionsbewusstsein, kann sich der Brauch kaum vor Nachwuchs retten. Früh übt sich. Männer in Trachten verschmelzen in archaischen Landschaften. Kinoaltmeister Ernst Lubitsch sagte einst, nur wer gelernt hat, die Berge zu filmen, könne auch Menschen filmen. Der Film Silvesterklausen bestätigt diese Weisheit. Ja, Silvesterklausen jetzt im Kino für all die, die schon heute wissen wollen, wie es Ende vom Jahr so tönt.